Hallo und herzlich willkommen zu unseren CSP2 Inspiration Weeks. Heute mit der Woche 2 und dem Auftakt zur Woche 2. Die Woche steht so ein bisschen unter dem Stichwort Power Week. Den Auftakt macht jetzt der Tobias Wolf von Modul 8 und der wird uns einen Überblick geben zur Microsoft Power Plattform. Ja, und an den Tobias will ich auch gleich übergeben, aber zunächst wieder ein paar Worte zur Organisation. Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet. Sie können aber ihre Fragen über die Q&A-Chat-Funktion stellen und die werden wir, respektive der Tobias, dann am Ende der Session beantworten. Ansonsten wird das Ganze auch wieder aufgezeichnet natürlich und Sie können sich die Aufzeichnung dann auch per Klick auf den Teilnehmerlink wieder anschauen im Nachgang. Genau, und das war's auch schon. Und dann übergebe ich an dich, Tobias. Super, vielen Dank, Dirk, für die kleine Einleitung. Dann fangen wir direkt an. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte noch zu mir, damit ihr auch überhaupt wisst, wer ist denn der Typ, der da spricht und was macht denn die Firma, bei der der, sage ich mal, mitarbeitet. Von dem her ein paar Worte zu mir. Tobias Wolf, ihr habt es gerade gehört. Ich mache bei uns bei Modul 8 die Projektleitung. Vielleicht ein ganz kleiner, sage ich mal, Rückblick in den Werdegang. Ich habe ursprünglich Mediengestalter gelernt, habe dann Webdesign, sage ich mal, studiert, so ein Online-Studium abgeschlossen, mich dann aber immer mehr für Webentwicklung selber interessiert, sprich Programmierung, Frontend, Backend, im Prinzip eigentlich Fullstack, sprich für die Technik hinter dem Ganzen und habe jetzt noch den IT-Prozessmanager dazu gemacht. Das heißt, da geht es um Geschäftsprozesse, Prozesse aufnehmen, modellieren, analysieren, verbessern, optimieren. Und jetzt sage ich mal, diese drei Kernthemen, ja, also quasi Design, UX, Benutzererfahrung plus die Technik plus die Geschäftsprozesse, das sind bei mir so die Kernkompetenzen und sind quasi eigentlich eine sehr gute Grundlage, um eine Projektleitung zu übernehmen, einfach um ein Projekt von Anfang bis Ende zu begleiten. Und da stellt sich jetzt auch die Frage, ja, was macht diese Modul 8 eigentlich? Wir machen Digitalisierung, die Sinn macht, ja, also nicht einfach Hauptsache digitalisieren, damit es digital ist, sondern das muss wirklich einen Mehrwert schaffen. Wir sind seit 15 Jahren quasi tätig und sage ich mal, helfen Unternehmen einfach effektiver zu werden, dass die Mitarbeiter sich wieder um das kümmern können, wofür sie eigentlich eingestellt worden sind und nicht um den ganzen Verwaltungsaufwand außenrum. Und seit ja, ungefähr 3 Jahren haben wir einen kleinen Strategiewechsel gemacht, sind auf die Microsoft Power Plattform eben gesprungen, um schneller, sage ich mal, einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Das heißt, bei uns sind eigentlich alle ja, Softwareentwickler von der Pike auf gelernt. Ja. Wir haben immer auf der grünen Wiese alles entwickelt und irgendwann stellt man sich halt die Frage, muss das sein, dass man jetzt zum 500. Mal, sage ich mal, dass dieselbe Tätigkeit macht, bis man dann den Mehrwert geschaffen hat? Oft ist es so, dass man sich als Techniker halt erstmal um seine eigenen Problemchen kümmern muss, bis man dann dem Kunden den Mehrwert wirklich schaffen kann. Und die Power-Plattform ist für uns da einfach ein sehr großes Werkzeug oder eine sehr große Hilfe, weil wir einfach direkt an der Lösung für den Kunden arbeiten können. Nicht erst technisch dann, sage ich mal, uns um den Tech-Stack und sowas kümmern müssen. Vielleicht ganz kurz auch noch zur Vorgehensweise und danach legen wir direkt mit der Power-Plattform los. Wir starten in der Regel mit einer Prozessaufnahme. Das heißt, wir gehen ins Unternehmen, schauen uns zusammen die Geschäftsprozesse an, nehmen einen Ist-Zustand auf. Ist auch immer ganz interessant, weil man mal einen Blick von außen bekommt. Also als Unternehmen ist manchmal auch ein bisschen betriebsblind oder oft denkt man, man kennt seine Prozesse und stellt dann fest, oh, das ist doch nicht ganz so, wie man sich's gedacht hat. Und da kommen dann die ein oder anderen Sachen auf. Ist immer für alle Teilnehmer ganz schön. Und der Sinn hinter dem Ganzen ist, man hat dann ein visuelles Schaubild, BPMN nennt sich das, also der Prozess modelliert, über den man dann sprechen kann gemeinsam. Das heißt, man spricht eine Sprache, die Techies sprechen nicht Fachchinesisch und die Businessleute sprechen nicht KPIs, sondern man hat halt einen Prozess, auf den man draufschaut, gemeinsam und kann dann eben über dieselbe Sache sprechen. Man kann Engpässe lokalisieren und die dann eben sage ich mal, optimieren. Das kann organisatorisch sein oder im letzten Zuge natürlich dann auch mit Software. Bevor es da aber dann wirklich in ein Projekt geht, machen wir in der Regel noch einen kleinen Prototypen, auch direkt schon auf der Power-Plattform.
indem man dann die Lösung schon sehen kann und sieht, okay, wie könnte das funktionieren, wie sieht das Ganze aus und merkt dann halt auch einfach oder man kriegt ein Gefühl für die Lösung. Und da sieht man vielleicht auch schon so ein bisschen, wo oder was ihr heute dann alles mitbekommt. Ich kann auf der Power-Plattform einfach sehr schnell, sage ich mal, zu einer Lösung kommen. Das heißt, dieser Prototyp, den wir bauen, der ist schon interaktiv, der ist schon auf der Plattform. Er ist halt nur rudimentär, vielleicht nicht ganz so ausgefeilt, aber an sich ist er schon funktionsfähig. Genau. Und wenn das Ganze passt, das heißt, auch der Prototyp ist nochmal so ein Stückchen Sicherheit, dass man in die richtige Lösung, also Richtung losläuft. Man hat den Prozess. Wenn der Prozess passt, hat man den Prototypen. Wenn der Prototyp in die richtige Richtung geht, dann kann man quasi mit der Umsetzung loslaufen. Und das ist das, was wir am Ende dann eigentlich machen. Genau, zwar immer auf der Power-Plattform und da kommen wir jetzt auch direkt dazu, weil heute geht es ja um die Power-Plattform. Ihr sollt einen Überblick bekommen über die Plattform. Was ist die Plattform? Was gibt es da für Werkzeuge drauf? Wie greift es ineinander? Also vor allen Dingen ist mir wichtig, dass ihr das Big Picture, also so einen Überblick einfach habt und wisst, wie greifen diese Komponenten ineinander und über was spricht man da eigentlich. Die Power-Plattform selbst wird von Microsoft als Low-Code-Plattform bezeichnet. Früher stand auch in der Bezeichnung No-Code/Low-Code. Dieses No-Code ist jetzt verschwunden. Einfach, ich denke mal nicht mehr, weil man, also man kann auch No-Code da drauf machen, aber man kommt halt doch an die sehr schnell an den Punkt, wo man dann vielleicht doch mal ein bisschen Code braucht oder Low-Code sozusagen, sprich in einer, ja, ich sage jetzt mal nicht traditionellen Programmiersprache, sondern einer Excel-ähnlichen Sprache, die nennt sich PowerFX. Das ist Open Source, kann man sich auch mal anschauen, die findet da viel Einsatz. Und am Ende ist die Plattform selber, sage ich mal, ein sehr flexibler, großer Werkzeugkasten. So könnte man das beschreiben. Und dieser Werkzeugkasten lässt sich sehr gut untereinander kombinieren, also miteinander vernetzen, die einzelnen Systeme und Werkzeuge da drin, als eben auch mit Azure oder Microsoft 365 oder Dynamics 365. Und natürlich auch, ganz, ganz wichtig, eigenständige Anwendungen. Das heißt, bestehende Systeme, die man selber entwickelt hat, eine Anwendung davon ist auch machbar. Wir schauen uns jetzt im Prinzip alle einzelnen Komponenten an, so Stück für Stück. Ich werde dann ein paar Worte dazu verlieren, zu jeder Komponente. Über manche werden wir ausführlicher sprechen, manche sind relativ zügig erklärt. Wenn es Fragen gibt, bitte gerne einfach dann auch ja, die Fragefunktion nutzen, die Fragen stellen. Wir gehen die Sachen, wie gesagt, alle Stück für Stück durch und schauen uns am Ende auch nochmal so ein Schaubild an, wo man dann das große Ganze sieht, wie das Ganze zusammenhängt. Viele von euch haben bestimmt schon mal das ein oder andere Tool hier aus der Plattform gehört, vielleicht auch Power BI oder Power Automate. Gerade diese zwei, die ersten Tools, sind auch so ein bisschen, würde ich sagen, Standalone-Player. Also man kennt die vielleicht auch nicht jetzt unbedingt aus der Power-Plattform, sondern kennt die vielleicht von früher oder hat die schon mal alleine verwendet, ohne irgendwie überhaupt was über die Power-Plattform gehört zu haben. Zum Beispiel Power Automate verwenden viele im Office-Umfeld, also jetzt ja Microsoft 365-Umfeld, um kleine Automatisierungen zu machen. Beispielsweise, da geht irgendwie eine E-Mail ein und ich möchte die Anhänge automatisiert lösen und für mich speichern oder ähnliches, solche Dinge. Also man kann diese einzelnen Werkzeuge oder Teile von der Plattform, die funktionieren auch außerhalb, also nur rein in der Office-Welt, ohne dass man in der Power-Plattform unterwegs ist. Das vielleicht schon mal am Rande erwähnt, deswegen kennt der ein oder andere vielleicht gerade Power BI und Power Automate, weil man die auch aus der Office-Welt halt kennt. Gut. Wir fangen an mit Power BI. Was ist das? Das ist das, was Geschäftsführer und Manager, alle, die datenaffin sind und, sage ich mal, Zahlen und Fakten brauchen, natürlich lieben, weil ich am Ende mit Power BI, das sind verschiedene Dienste, man könnte auch sagen eine Art Produktfamilie, ich kann mir hier prinzipiell Daten aus verschiedenen Quellen anzapfen. Das kann zum Beispiel ein Dataverse sein, das kann irgendwie ein SharePoint sein, eine Excel-Liste, eine SQL-Datenbank, Access-Datenbank, eigentlich vollkommen egal. Also das ist wirklich sehr flexibel, was ich da alles anbinden kann. Das muss auch nicht unbedingt in der Cloud sein. Ich kann auch On-Premise-Datenquellen anbinden.
Am Ende, sage ich mal, zapfe ich diese Quellen an. Ich kann sie dann transformieren und modellieren, also zum Beispiel auch bereinigen und kann die Daten so aufbereiten, wie ich sie für meine Auswertung brauche. Oftmals ist es ja auch so, dass die Daten aus Quellsystemen kommen, die jetzt nicht unbedingt die Struktur haben, die ich für die Auswertung brauche, sondern die ich für meine normalen Geschäftsanwendungen beispielsweise brauche. Und dann kann ich sie mir hier halt transformieren. Und am Ende, das ist natürlich das große Ziel dahinter, das Ganze zu visualisieren, das heißt Diagramme oder Ähnliches zu haben, damit wir als Menschen da einfach einen Einblick bekommen und dann auch Entscheidungen, sage ich mal, treffen zu können. Ja, strategische Entscheidungen für das Unternehmen oder für den Vertrieb zum Beispiel, da ist es ganz, ganz nützlich. Und diese, sage ich mal, Auswertungen, diese Reports, die ich dann am Ende gebaut habe, die kann ich auch veröffentlichen. Die kann man dann, sage ich mal, einer baut, mehrere können es konsumieren. Muss man natürlich immer, also Lizenzmodelle und sowas berücksichtigen, logischerweise. Aber prinzipiell ist Power BI eben da, um Datenquellen anzuzapfen, um Daten zu sammeln, um sie zu transformieren, zu modellieren, am Ende visuell darzustellen und dann halt eben, sage ich mal, mit diesen Daten Entscheidungen zu treffen. Das ist eigentlich der Hauptknackpunkt. Power BI selbst besteht aus Power BI Desktop. Das ist eine Desktop-Anwendung, die läuft aktuell auch nur auf Windows. Das heißt, in dieser Desktop-Anwendung kann ich diese Berichte bauen, also diese Auswertungen, und danach werden sie veröffentlicht. Das ist dann Power BI Pro nennt sich das. Das ist quasi der Cloud-Service, wo ich das Ganze hochlade und kann es dann eben konsumieren, kann es miteinander teilen und so weiter. Genau. Das war es einmal zu Power BI. Dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, nämlich Power Automate. Das kennen wahrscheinlich auch viele, gerade aus der Office-Welt, möglicherweise schon mal gehört, schon mal eingesetzt. Zwar ist Power Automate für Automatisierung oder Prozessautomatisierung, wird es auch genannt. Das heißt, ich kann mir hier Workflows oder, ja, in umgangssprachlich wird es einfach immer nur Flow genannt. Früher hieß es auch Powerflow, wenn ich mich recht entsinne. Mittlerweile heißt es Power Automate. Das heißt, wer von früher noch irgendwie Powerflow so im Hinterkopf hat, Power Automate ist jetzt der neue Name dafür. Und prinzipiell besteht so ein Flow aus mehreren Elementen. Man sieht es hier eigentlich ganz gut. Einem Auslöser, also einem Trigger, irgendeinem Ereignis zum Beispiel, das passiert. Hier in dem Falle, wenn in einem Postfach eine E-Mail eingeht, also ein Outlook-Connector wird hier verwendet, dann aus verschiedenen Aktionen oder auch Schritten genannt. Zum Beispiel hier wird der AI-Builder hergenommen, um eine Rechnung auszulesen, also eine Dokumentenerkennung zu machen. Hier unten gibt es dann noch ein paar Schritte, zum Beispiel um dann die Rechnungsdaten im Dynamics zu speichern oder um hier einen Freigabemechanismus anzustoßen. Das heißt, Aktionen sind so der zweite Bestandteil und der dritte Bestandteil, den es gibt, sind quasi Bedingungen. Ja, Bedingungen und so Kontrollkonstrukte wie Schleifen und so weiter. Man kann quasi auch ein bisschen sagen, dass Power Automate so ein bisschen wie Programmieren eigentlich ist, ja, also wie eine Funktion, die man programmiert, aber eben mit grafischer Oberfläche, kann man sagen. Das heißt, ich muss hier nicht wirklich Code schreiben, sondern ich kann mir die meisten Sachen einfach zusammenklicken. Das hat ja viele Vorteile. Ich muss quasi jetzt kein Programmierer sein, kein Techniker. Ich meine, das ist ja auch der ganze Sinn hinter der Low-Code-No-Code-Geschichte. Allerdings muss man auch sagen, dass man, wenn man, sage ich mal, solche Automatisierungen oder so Flows entwickelt, dass man einfach darauf schauen sollte, dass die möglichst wartbar sind, dass man die langfristig verwenden kann, dass so ein Flow nicht einfach zu viele verschiedene Dinge tut, sondern einfach sehr gekapselt für eine kleine Automatisierung zuständig ist. Dadurch bleibt der Flow dann schlank, auch übersichtlich, er bleibt wartbarer. Wenn es irgendwie einen Fehler gibt, dann habe ich es leichter, den Fehler zu finden. Also am Ende möchte ich damit sagen, es ist hier keine Programmierung, die man macht,
Allerdings gelten trotzdem alle Prinzipien oder Best Practices aus der Softwareentwicklung, weil ich am Ende ja indirekt, sage ich jetzt mal, programmiere hier, auch wenn es einfach sehr einfach ist, jetzt in dem Sinne, dass ich kein Code brauche. Was hier neu mit dazugekommen ist in Power Automate oder was immer stärker den Einzug findet, ist PowerFX. Das ist diese Low-Code-Sprache, die ich vorher schon mal kurz angesprochen habe, die so ein bisschen an Excel, sage ich mal, angelehnt ist, weil Microsoft auch gemerkt hat, dass es in Excel über die Jahre, vielleicht erkennt ihr das, ich nenne sie immer die Excel Frankensteins, die gibt es in jedem Unternehmen, meiner Erfahrung nach, gibt es so ein, zwei Personen, die sind wirklich fit in Excel und die bauen da erstaunliche Anwendungen, kann man schon sagen, in Excel, auch wenn Excel eigentlich ursprünglich dafür nicht gedacht war. Ja, es ist ein Tabellenkalkulationsprogramm, aber die Leute sind erfinderisch und sind da wirklich Füchse sozusagen und bauen sich da die schönsten Lösungen irgendwie in Excel zusammen. Und genau das ist jetzt quasi so auch der Shift mit der Power-Plattform, wo man sagt, hey, wenn man den Leuten, die ein bisschen technisch affin sind und die das Fachwissen haben, aus, sage ich mal, das fachliche Wissen der Fachkräfte, die am Ende wirklich auch diese Apps oder Lösungen hernehmen, wenn man denen ein ordentliches Werkzeug an die Hand gibt, also nicht einfach nur Excel, sage ich jetzt mal, sondern so eine Power-Plattform, ja, und die haben da wirklich die richtigen Werkzeuge, dann können die damit wirklich grandiose Lösungen bauen, muss man ehrlich so sagen. Gibt da natürlich auch so ein paar Vorurteile, mit denen ich dann ein bisschen aufräumen möchte. Das mache ich jetzt auch immer so on the fly. Das heißt, zwischendrin gibt es auch noch immer so ein bisschen Allgemeines über die Plattform von meiner Seite, das einfach wichtig ist, weil ich das auch aus unserer Sicht einfach mal zeigen möchte. Ich meine, wir sind alle Softwareentwickler bei uns, das heißt alle Techies sozusagen. Und ich möchte da so ein bisschen noch eine andere Ansicht oder Sichtweise auf die Plattform gerne geben, einfach nur persönliche Erfahrung, unsere Erfahrung, weil natürlich auch, sage ich mal, die Marketingmaschine hier auch echt gut ist und ich finde, man muss da ein bisschen aufpassen, weil man kann auf der Plattform sehr viel machen, auch funktionierende Lösungen wirklich bauen, ohne dass man Techniker ist, dass man eine Ahnung von Datenbankmodellen und Programmierung und so weiter hat. Das geht alles. Das möchte ich auch nicht verneinen. Das ist wirklich eine schöne Sache. Man muss nur unserer Erfahrung nach aufpassen, dass man einfach ein solides Fundament schafft und sich vielleicht gerade am Anfang, wenn man, sage ich mal, so einen Einstieg in die Plattform macht, eben Spezialisten mit zur Seite nimmt, die einem, sage ich mal, bei den ersten Gehversuchen so ein bisschen zur Hand nehmen, damit ihr nicht dieselben, sage ich mal, über dieselben Fallstricke fallen müsst, wie auch wir anfangs natürlich drüber gefallen sind, weil die Plattform selbst, also wir gehen es ja jetzt alles einzeln durch, die ist riesig. Also es gibt hier sehr viele Tools drauf, das sind die Hauptspieler, das ist aber bei Weitem noch nicht alles. Also das ist ein Kosmos. Ich sag mal so, über jedes dieser einzelnen Tools, die hier auf der Folie gerade sind, könnte man locker mal 3, 4, 5 Tage irgendwie eine Schulung oder einen Workshop halten. Nur mal, dass ihr so einen Einblick kriegt, das ist tief die Plattform. Also das ist kein klicky-klicky Spielzeugkasten, sondern das ist wirklich was Professionelles und man kann sich in jedem dieser einzelnen Gebiete hier schon spezialisieren. Gut, von dem her, wenn ihr euch am Ende entscheiden solltet, da loszulaufen mit der Plattform, tut es euch einen Gefallen, nehmt euch am Anfang jemanden mit an die Hand, der sich da auskennt, einfach damit ihr die grundlegenden wichtigen Sachen richtig macht und nicht irgendwie dann nach einem halben Jahr merkt, wir haben da zwei Apps, die funktionieren jetzt und wir haben Automatisierungen, die funktionieren, aber irgendwie so Basic-Sachen wie Sicherheit, Berechtigungen, Data Prevention, also Data Loss Prevention Policies und solche Geschichten, die haben wir jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt oder unser Datenbankmodell können wir jetzt nochmal von vorne anfangen, weil das einfach nicht sauber war und sich langfristig nicht hält. Von dem her, die Plattform ist tief, nehmt euch am Anfang einfach jemanden an die Hand, der euch die ersten Schritte zeigt und dann kann man es auch selber danach da einfach gute,
gute Ergebnisse erzielen. Gerade wenn man irgendwie ein bisschen noch eine IT-Abteilung hat, ist das eine super Sache. Gut, also Power BI haben wir uns angeschaut, Daten visualisieren, Power Automate, Prozesse automatisieren. Vielleicht hier noch ein Beispiel dazu. Also durch diese Konnektoren, auf die ich später noch zu sprechen komme, ist da wirklich alles Mögliche machbar. Also zum Beispiel, wenn eine E-Mail eintrifft, dann schreibt mir in mein Database irgendeinen Datensatz rein, ändert da irgendwas, ziehe vorher, mache eine Texterkennung über KI anhand von dem PDF, solche Geschichten. Oder ich kann ja alles Mögliche machen. Später der Kniff dahinter, warum einfach hier so viel möglich ist, das sind die Konnektoren. Auf die komme ich dann später nochmal. Aber auch hier, ihr könnt zum Beispiel Excel verwenden. Hier, ihr könnt eine Datenbank verwenden, Dataverse. Ihr könnt salopp gesagt auch Twitter oder sowas verwenden. Ja, ihr könnt immer, wenn eine E-Mail kommt, die irgendwie auf Twitter, sage ich mal, veröffentlichen. Wie sinnvoll das jetzt sei, sei mal dahingestellt. Das ist dann auch ein Grund, warum so Data Loss Prevention Policies wichtig sind, damit sowas halt auch nicht passiert, wenn man das nicht möchte. Gut, dann kommen wir zum nächsten großen Bereich. Das sind die sogenannten Power Apps. Einer der Hauptbereiche, würde ich jetzt sagen, auf der Plattform, wenn nicht zum mitunter der wichtigste Bereich. Am Ende geht es hier um Geschäftsanwendungen oder Softwareentwicklung. Das heißt, man kann mit den Power Apps eben Anwendungen entwickeln, teilweise Low-Code oder auch selber mit wirklichem Pro-Code wird es von Microsoft gerne genannt. Also das heißt Standard-Programmiersprachen wie JavaScript im Frontend oder im Backend C-Sharp zum Beispiel, kann ich das Ganze natürlich auch erweitern. Generell ist es aber alles erstmal Low-Code first. Diese Power Apps gibt es in verschiedenen, ich nenne es mal jetzt Geschmacksrichtungen. Das eine sind die Model-Driven Apps. Ihr seht hier ein Beispiel, wie das Ganze zum Beispiel aussehen könnte. Man hat hier auf der linken Seite so eine Navigation, hat hier oben eine Command-Bar, also da, wo diese Knöpfchen sind mit New, Delete und so weiter. Und hat drunter zum Beispiel dann den Inhaltsbereich mit einer Listenansicht. Beziehungsweise wenn ich hier dann einen so einen Datensatz wie so ein Produkt öffne, den Laptop beispielsweise, habe ich danach eine Formularansicht. Das Schöne an diesen Model-Driven Apps ist folgendes. Die basieren auf einem Datenbankmodell. Das heißt, mein Ansatz, wenn ich so eine Model-Driven App bauen will, ist erstmal das Datenbankdesign. Das heißt, ich überlege mir, welche Tabellen brauche ich, was für Informationen, welche Daten habe ich, wie stehen die in Beziehung. Und den Rest, also die Benutzererfahrung, dieses User-Interface, kriege ich quasi geschenkt. Das ist dadurch, dass das alles standardisiert ist und ich quasi Formulare und Ansichten habe, ist es sehr, sehr einfach, sage ich mal, zu bauen. Ich bin da wirklich extrem schnell drin. Das ist dann wie so ein kleiner Baukasten, könnte man sagen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel hier so eine Ansicht bauen will, dann zieht man sich einfach seine Spalten rein, kann filtern und sortieren, kann das alles einstellen und dann hat man die Ansicht fertig. Und ähnlich bei dem Formular ist es auch. Das heißt, ich sage dann, okay, die und die Spalten aus meiner Tabelle möchte ich im Formular haben und dann habe ich das Formular. Auch hier, dadurch, dass das alles standardisiert ist, ist das Ganze von Grund auf responsive. Das heißt, es funktioniert egal auf welchem Endgerät, sei es jetzt ein Smartphone, ein Tablet oder Laptop oder der große Desktop-Rechner, vollkommen egal. Ich muss mich auch nicht darum kümmern. Das ist der wirklich große Vorteil. Das heißt, ich sage wirklich nur Formular, die Inhalte will ich drin haben und die Oberfläche kriege ich dann quasi eigentlich geschenkt. Was hier schön ist oder was noch anzumerken ist, diese ganzen verschiedenen Geschmacksrichtungen, ja, oder Arten von Power Apps, die wachsen immer mehr zusammen. So ist es auch möglich jetzt hier in so einer Model-Driven App, beispielsweise eine Canvas-App oder eine Custom-Page. Das ist eine Unterart von der Canvas-App, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, hier einzubinden. Das heißt, ich könnte sagen, ich habe hier einen neuen Menüpunkt und wenn ich da draufklicke, dann ist dieser ganze Inhaltsbereich ist dann quasi eine Canvas-App. Ich weiß, ihr wisst jetzt noch nicht, was das ist, da kommen wir dann gleich dazu. Für jetzt erstmal nur wichtig, habt im Hinterkopf, ihr könnt das kombinieren. Das heißt, wenn ihr eine Model-Driven-App habt, könnt ihr eine Canvas-App da drin einbinden. Andersrum geht das übrigens nicht.
Was auch wichtig noch zu sagen ist, dass PowerFX, das ist ja diese Low-Code-Sprache, diese Excel-ähnliche Sprache, dass die auch immer mehr Einzug findet quasi in die Model-Driven-Apps. Das heißt, ich kann beispielsweise hier Knöpfe oben in der Command-Bar anpassen und kann sagen, gut, wenn ich hier draufklicke, dann führe mir bitte diesen Code aus der PowerFX-Sprache aus. Und man kann es sich echt so vorstellen wie Excel, sage ich mal, wie Excel die Funktionszeile. Da gibt es dann so wenn, dann sonst Funktionen und so. Es ist ein bisschen mehr Richtung Programmieren. Also es gibt keine wenn, dann sonst Funktion, aber es gibt zum Beispiel einen If-Statement sozusagen. Gut, dann kommen wir zur zweiten Kategorie von Power Apps. Das sind die sogenannten Canvas Apps. Und die sind, man sieht es rechts wahrscheinlich auf dem Bild auch schon, die verfolgen einen anderen Ansatz als die Model-Driven Apps. Also die Model-Driven Apps sind ja Datenbankmodell getrieben. Das heißt, erst kommt das Datenbankmodell und dann kriege ich die Oberfläche quasi gratis dazu. Und hier ist es anders. Das heißt, es ist zwar schon gut, wenn ich vorher ein Datenbankmodell habe, ich muss das aber nicht haben. Das heißt, ähnlich wie bei Power BI kann ich mir verschiedene Datenquellen über die Konnektoren anzapfen, habe dann die Daten in der App und der Fokus liegt hier wirklich auf Benutzeroberfläche, sozusagen auf UX, User Experience und UI. Das heißt, ich kann hier wirklich frei bestimmen, wie soll das Layout aussehen, welche Knöpfe habe ich, wie funktioniert das Ganze. Das heißt, ich bin da komplett frei, heißt im Umkehrschluss aber auch, ich habe die komplette Verantwortung dafür. So, und ich sage das immer bewusst ein bisschen provokant auch, weil der erste Griff geht meistens zu diesen Canvas-Apps. Da ist so die Einstiegshürde ist sehr niedrig, weil ich muss mich nicht mit Dataverse und Datenbank und sowas beschäftigen, sondern ich kann so direkt gleich an der Lösung, sage ich mal, anfangen zu schrauben und ein bisschen rumzuprobieren. Das ist auch super schön. Nur habt bitte da im Hinterkopf, dass diese App responsive ist, sprich, dass die auf einem Mobilgerät oder auf einem Tablet funktioniert in verschiedenen Größen. Verantwortlich seid ihr dafür, das heißt, ihr müsst die Logik implementieren und auch hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in der Suche was eintippe, dass da gefiltert wird, das muss ich selber machen. Oder also im Vergleich jetzt hier mal bei einer Model-Driven-App, man sieht es hier ein bisschen so angeschnitten, hier gibt es Filter und Suchfunktionen, da muss ich mich nicht drum kümmern. Das ist alles standardisiert, das funktioniert out of the box. Canvas-App, komplett freies Layout, aber ich muss mich drum kümmern. Ja, was passiert, wenn ich hier auf Laptops klicke? Das kann, sage ich mal, die Plattform nicht wissen. Ich muss das selber, sage ich mal, programmieren. Programmieren heißt hier quasi PowerFX, sprich diese Low-Code-Sprache. Man sieht das hier oben auch. Hier gibt es so eine Formelleiste, wo dann eben diese Sprache auch, sage ich mal, angewendet wird. Was bei den Canvas-Apps super schön ist, man hat sehr, sehr einfach Zugriff auf Gerätefunktionen. Also Sensoren, zum Beispiel Kamera, Geolocation, solche Geschichten. Das heißt, wir zum Beispiel bei Moodle 8, wir setzen diese Canvas-Apps sehr bedacht ein, nämlich zum Beispiel als Ergänzung für die Model-Driven-Apps, wenn wir sagen, okay, wir brauchen jetzt wirklich eine besondere Benutzeroberfläche, die halt so der Standard von den Model-Driven-Apps nicht hergibt. Das macht keinen Sinn, da muss die Benutzeroberfläche anders sein. Dann ist es so ein Indiz für, okay, Canvas-App könnte hier gut sein. Oder auch, wenn es halt eben, sage ich mal, Anwendungen sind für so Mobilgeräte, wo man die Kamera braucht. Beispielsweise Lagermitarbeiter will einen Artikel finden, scannt einen Barcode oder sowas. Da bin ich mit Canvas-Apps goldrichtig. Ansonsten muss man das immer einfach ein bisschen evaluieren. Rein technisch gesehen kann man hier auch eigentlich alles, was man in der Model-Driven-App kann, auch in der Canvas-App bauen. So. Das geht sogar so weit, dass ich schon Unternehmen gesehen habe, die im Prinzip am Ende das, was die Model-Driven-Apps quasi als Rahmen bieten, in Canvas-Apps nachgebaut haben. Auch hier, ich sag mal so, den Sinn, den stelle ich jetzt mal so in Frage dahinter, weil warum dann nicht gleich die Model-Driven-App hernehmen? Aber okay, sei es drum. Dann sind wir mit den Power-Apps quasi fertig. Das sind die Geschäftsanwendungen. Und dann gibt es noch eine Sache, das ist, ja, man könnte sagen neu, es heißt Power Pages. Lange Zeit war auch noch nicht ganz klar, wo das einsortiert wird. Eine Zeit lang war es so ein bisschen, lief es unter Power Apps ein bisschen mit. Jetzt hat es quasi seinen eigenen Platz verdient, Power Pages. Oder früher hieß es
Portals, Power Portals. Und am Ende sind es, also ich sage es mal vereinfacht, das ist wie eine Art Website-Baukasten. Ihr müsst eine Sache ganz, ganz wichtig, hier vielleicht auch zum Verständnis, diese Plattform per se, ja, also zum Beispiel, wer nimmt diese Apps her? Das sind Benutzer in meinem Unternehmen, deswegen auch Geschäftsanwendungen. Ich baue Software, die in meinem Unternehmen verwendet wird und nicht außerhalb von meinem Unternehmen. Das heißt, was lange Zeit immer so ein bisschen gefehlt hat in der Plattform, ist so diese Schnittstelle zur Außenwelt im Sinne auf Benutzer. Ja, also können meine Kunden, wie können meine Kunden irgendwelche Apps hernehmen, die ich da baue? Weil die Power Apps sind, wie gesagt, Geschäftsanwendungen für intern und die Power Pages, die schlagen jetzt quasi die Brücke nach außen. Das heißt, es sind an sich Website-Baukästen, kann man wirklich so sagen, die es ermöglichen, Benutzern außerhalb von meiner Organisation zum Beispiel auf die Daten aus dem Dataverse, da kommen wir danach noch dazu, für jetzt erstmal Dataverse bitte so als die Datenbank im Kopf behalten, so dass die von außerhalb die Leute auf, sage ich mal, das Dataverse zugreifen können, können vielleicht auch, sage ich mal, Daten erstellen oder Daten bearbeiten. Man kann den Zugriff schützen, also ganz klassisch Authentifizierung, Autorisierung oder das kann auch anonym erfolgen. Wofür ist das gut? Nur mal so als Beispiel, ich könnte Self-Service beispielsweise ermöglichen, also angenommen, ich habe irgendwie einen Support und ich möchte, dass der Kunde irgendwie eine Webseite hat, wo er sich seine Supportanfragen anschauen kann, wo er neue Supportanfragen öffnen kann und die sollen aber in mein Dataverse geschrieben werden, dann bietet mir hier Power Pages einen sehr, sage ich mal, guten Einstieg, um so eine Webseite schnell und ja, effizient umzusetzen, ohne dass ich groß programmieren kann. Vielleicht eine Sache, die ich hier noch dazu sage, das gilt für die ganze Plattform, aber eben auch für die Power Pages. Wir sprechen ja hier immer von Low-Code und Low-Code hat irgendwo seine Grenzen. Die Plattform selbst per se hat aber keine Grenzen, weil überall, wo man mit dem Low-Code an die Grenzen kommt, kann man ganz normal, sage ich mal, die Plattform erweitern, eben wenn man programmieren kann. Heißt im Frontend JavaScript, HTML, CSS, im Backend .NET, C#. Also ganz, ganz klassische Webentwicklung sozusagen. Ich kann das hier ergänzen, klar, dafür muss ich dann auch technisch affin sein, ich muss programmieren können, aber an sich hat die Plattform sozusagen keine technischen Grenzen, was auch der Grund für uns oder einer der Hauptgründe ist, wieso wir uns dann am Ende auch für die Plattform entschieden haben. A, ist sie von Microsoft, das heißt, sie ist mit dem bestehenden System super gut integriert und vernetzt. B, es gibt keine, also zumindest für Techniker am Ende, keine wirklichen Grenzen. Gut, kommen wir zu den sogenannten Power Virtual Agents. Vereinfacht gesagt sind das Chatbots. Ja, also Power Virtual Agent ist ein sehr fancy Begriff, würde ich sagen. Am Ende sind es Chatbots. Die sind intelligent, das heißt, man kann da quasi KI mit anbinden. Und vielleicht kann man sich das ein bisschen so vorstellen, es gibt quasi gewisse Gesprächsthemen, man nennt es auch Topics, die erstelle ich. Und dann gibt es sogenannte Triggerphrasen, also Schlüsselwörter, damit, sage ich mal, ein Einstieg in ein Gesprächsthema gefunden wird. Das heißt, wenn da zum Beispiel, nehmen wir mal auch so einen Self-Service-Fall, das ist auch meiner Meinung nach der prädestinierteste Anwendungsfall dafür. Das heißt, ich möchte irgendwie den Bestellstatus meiner Bestellung irgendwie abrufen. Und sobald ich das Wort Bestellung oder Status oder wo ist meine Bestellung oder sowas eingebe, das könnten so Triggerphrasen sein, springe ich in ein Topic, also in ein Thema und das Thema ist zum Beispiel Auskunft über meine Bestellung. Und dann kann quasi dieser Chatbot gewisse Aktionen ausführen. Ich habe dann auch so Konditionen oder Bedingungen, wo ich dann eben, sage ich mal, mach dies oder mach jenes sagen kann. Und das Schöne ist auch, dass ich hier aus dem Chatbot Power Automate aufrufen kann. Also da sieht man auch ein bisschen, wie die Tools dann ineinander greifen, um einfach beispielsweise Dinge auszulesen oder auch Prozesse anzustoßen. Das heißt, ich könnte auch als Benutzer dann zum Beispiel
sagen wir mal, ich möchte meine Rechnung nochmal als PDF zugeschickt bekommen, dann könnte ich das dem Chatbot sagen. Der Chatbot könnte Power Automate einen Flow anstoßen. Der Flow generiert dann vielleicht die Rechnung nochmal neu, gibt die zurück und der Chatbot gibt es an den Benutzer. Genau. Die Chatbots können eingebunden werden an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Teams, auf einer Webseite. Also auch da am Ende ist es nur Webtechnologie. Das heißt, überall wo HTML, CSS und JavaScript verfügbar ist, kann ich auch die Bots dann einbinden. Gut. Das waren jetzt hier oben Power BI, Power Automate, Power Apps, Power Pages und Power Virtual Agents. Ganz schön viel Power auf jeden Fall in den Namen. Und auch unter der Haube ganz viel Power. Hier vielleicht noch dazu gesagt, das sind so die Werkzeuge, mit denen kommt man am meisten in Berührung. Die Hidden Champions, ja, sage ich jetzt mal ein bisschen, sind dann eigentlich hier unten die Konnektoren und das Database. Die zwei ermöglichen nämlich eigentlich, sage ich mal, diese ganze Integration oder auch machen die Plattform so mächtig und so vielseitig. Und die schauen wir uns jetzt dann nämlich an. Das heißt, ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, die Konnektoren und das Database ist so ein bisschen wie das Skelett, ja, das, der Grundaufbau und dann drüber mit den anderen Tools baue ich halt dann entsprechende Lösungen, Automatisierungen, Geschäftsanwendungen und so weiter. Schauen wir uns einmal die Konnektoren an. Die sind so, ich sag mal, wenn nicht sogar das Wichtigste, oder der wichtigste Teil, wenn es um Integrationen in der Plattform angeht. Am Ende ist ein Konnektor, ich will da jetzt nicht zu technisch werden, aber es ist so eine Art Wrapper, so ein Container oder man kann auch sagen Proxy für irgendeine Schnittstelle. Das heißt, für irgendeinen Dienst wie zum Beispiel Outlook oder Excel oder Twitter oder Facebook oder was auch immer. Das heißt, irgendjemand hat eine Schnittstelle und baut einen Konnektor außenrum und dieser Konnektor sorgt dann dafür, dass die Schnittstelle kompatibel mit der Power-Plattform ist. Das heißt, dass am Ende Leute, die auf der Power-Plattform entwickeln, diesen Connector verwenden können, um mit dieser Schnittstelle zu interagieren, ohne eben, dass sie, sage ich mal, Code schreiben müssen. Das heißt, wenn ich einen Endpunkt habe an der Schnittstelle, zum Beispiel Get Invoice oder sowas, beispielsweise um eine Rechnung abzurufen, dann habe ich hier Aktionen, die sind dann einfach für Nicht-Techniker, sage ich mal, benannt, zum Beispiel Rechnung abrufen und dann kann ich die quasi Low-Code verwenden, zum Beispiel Power Automate oder in den Canvas-Apps oder auch in Power BI. Das heißt, wie zapft Power BI eben Daten aus Excel an? Excel-Connector. Wie schickt Power Automate eine E-Mail per Outlook? Outlook Connector. So funktioniert das. Wie greift die ganze Power-Plattform aufs Database zu? Database Connector. Also am Ende ist es einfach immer, es gibt sehr viele Schnittstellen und damit die halt ohne Programmierkenntnisse verwendbar sind, gibt es einen Wrapper außenrum, das ist ein sogenannter Connector und der macht es quasi für Nicht-Techniker benutzbar, das Ganze. Ich kann entweder einen der unzählig vielen Konnektoren verwenden, die andere Leute schon geschrieben hat oder Microsoft natürlich auch zur Verfügung stellt. Rechts habt ihr so ein paar Beispiele. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 800 plus Konnektoren, die es schon gibt, also die Microsoft und andere Dienstleister zur Verfügung stellen. Man kann aber auch seine eigenen Konnektoren schreiben. Also wenn man eine eigene Schnittstelle hat, hält einen niemand auf, seinen eigenen Connector, sage ich mal, da zu bauen. Am Ende ist es nur eine Art Schnittstellenbeschreibung. So kann man sich die Konnektoren wirklich vorstellen. Gut, dann kommen wir zum Dataverse. Wenn nicht sogar die eine Komponente, die immer ganz versteckt, sage ich mal, unter den Model-Driven Power Apps agiert und mitunter eigentlich die wichtigste Komponente meiner Meinung nach neben den Konnektoren, also die Konnektoren für die, sage ich mal, Verbindung der Komponenten, aber das Dataverse ist so die zentrale Anlaufstelle für viele Dinge. Der Name lässt vermuten, dass es hier um Daten geht, aber es geht beim Dataverse am Ende immer um viel, viel mehr. Deswegen, also früher hieß der Dataverse Common Data Service, mittlerweile heißt es Dataverse und ich zeige euch jetzt mal, um was es da alles geht oder was da alles drin ist, weil die meisten denken, wenn man an Dataverse denkt, halt, okay, gut, das ist irgendwie die Datenbank und an sich haben sie damit auch recht.
Nur es ist viel, viel mehr, sage ich mal, in dieser Abstraktionsschicht Database drin, als man irgendwie auf den ersten Blick vermuten mag. Der erste und der wichtigste Punkt eigentlich ist, das Dataverse verfolgt einen API-First-Ansatz. Das heißt, Microsoft hat gesagt, damit dieses Tool oder die Plattform am Ende nach außen hin flexibel und offen bleibt, sodass man andere Systeme daran anbinden kann, muss alles über eine Schnittstelle machbar sein. Das heißt, es gibt diesen API-First-Ansatz, den auch am Ende, man sieht es ja zum Beispiel, Power BI, Power Automate, die Power Apps oder auch externe Anwendungen, vollkommen egal, Dataverse hat eine API, die folgt REST und OData, um jetzt mal zwei technische Standards mit in den Raum zu schmeißen, und ich kann quasi von außen über die API eben aufs Dataverse zugreifen. Jetzt klingeln bei manchen vielleicht die Alarmglocken, weil der hat gesagt, der Tobi hat gesagt, ja, offen und so. Ja, ja, also offen heißt, erstmal muss ich natürlich dann durch eine Sicherheitsschicht durch. Also man kann sich dieses Diagramm jetzt so ein bisschen vorstellen. Ich komme hier von außen, will auf das Dataverse zugreifen und dann muss ich erstmal durch ein Sicherheitslayer durch, logischerweise. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, da geht es um Authentifizierung, Autorisierung und auch Auditing, ganz wichtig. Also wenn ich möchte, kann ich mitprotokollieren, wie wurden welche Daten von wem wann verändert, und kann es auch nachvollziehen. Nach der Sicherheitsschicht, das heißt, wir haben sichergestellt, dass nur die richtigen Leute auf die richtigen Daten zugreifen, kommt eine Logikschicht. Das heißt, da ist dann Business-Logik abgebildet, sprich Logik, die für meine Geschäftsprozesse relevant ist, die auch immer eingehalten werden muss. Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, wir vermieten irgendwie Flächen, wo Leute, sage ich mal, eine Fläche buchen können, dann müssen wir vielleicht sicherstellen, dass die eine Fläche zum selben Zeitraum nicht zweimal von unterschiedlichen Leuten gemietet werden kann, weil das einfach de facto unmöglich ist und es muss verhindert werden, dass das technisch passiert. Das wäre so ein Anwendungsfall für Business-Logik. Hier sind dann viele so Sachen drin, die zum Beispiel Low-Code sind, zum Beispiel berechnete Felder, wo ich quasi Logik in die Felder hinterlegen kann, also in die Felder oder Spalten einer Tabelle. Ich habe sowas wie Business Rules und ganz wichtig hier eben aber auch noch Plugins. Das heißt, das hier ist dann Procode, das heißt C-Sharp, sind Code quasi, den ich zu gewissen Events registriere und dann meine Business-Logik sicherstellt. Kommen wir dann später in der letzten Schicht vom Dataverse noch dazu. Hier ist vielleicht auch wichtig einfach zu wissen, diese Business-Logik, die greift nicht nur innerhalb von dem Dataverse, sondern auch, wenn eine Anfrage über die API kommt, logischerweise. Also auch wenn jetzt hier irgendeine externe App so eine Buchung erstellen will, dann muss ich ja erst sicherstellen, okay, wer ist das, darf er das, und vor allen Dingen die Business-Logik muss eingehalten werden. Also nur weil das jetzt ja, sage ich mal, nicht von der Power-Plattform die Anfrage kommt, darf ich trotzdem nicht zwei Flächen, also dieselbe Fläche am selben Tag zweimal irgendwie vermieten. Nach der Logikschicht kommt dann die Datenschicht. Das ist eigentlich das, was die meisten mit Dataverse so als ersten Gedanken haben. Das heißt, hier geht es dann um Datenmodellierung. Ich kann quasi Tabellen erstellen, ich kann Beziehungen erstellen, ich kann meine Datentypen festlegen, solche Geschichten. Alles ohne Code zu schreiben. Und hier vielleicht noch eine Sache, die ganz wichtig zu erwähnen ist, ist das Common Data Model. Das ist eine Initiative von Microsoft und anderen großen Firmen wie zum Beispiel Adobe. Die haben sich irgendwann mal die Frage gestellt, warum sollte jedes Unternehmen gewisse Datenstrukturen immer wieder für sich neu durchdenken und aufbauen, wenn es ja so gemeinsame Nenner gibt. Ja, zum Beispiel so eine Kontakte oder eine Firmentabelle, die kann eigentlich jeder brauchen, können wir das nicht standardisieren. Das heißt, die Power-Plattform oder besser gesagt das Dataverse bringt schon viele vordefinierte Tabellen mit, die ich entweder so hernehmen kann, wie sie sind, kann sie auch erweitern, kann sie anpassen, oder ich kann auch sagen, gut, ist ja schön, dass ihr da gedacht habt, dass ich diesen Standard, also dass ihr den zur Verfügung stellt, aber ich würde gerne meine Tabelle selber komplett aufbauen, ist es natürlich auch vollkommen möglich. Dann gibt es noch die sogenannte Storage-Schicht. Da geht es dann am Ende darum, irgendwo müssen diese Daten ja auch gespeichert werden. Das passiert dann technisch, also unter der Haube auf Azure, wo ich dann auch sowas habe wie Blob Storage oder eben eine relationale Datenbank. Also das Dataverse ist am Ende ein SQL,
sage ich mal, Server, der da drunter liegt. Und das Schöne ist aber, ich muss mich da nicht drum kümmern. Also ich bin da einfach von der Abstraktionsschicht so weit weg, dass ich mich da technisch nicht drum kümmern muss. Gut, dann kommen wir zur letzten Schicht. Das ist die sogenannte Integrationsschicht. Da haben wir einmal ein Eventsystem drin. Das wird zum Beispiel von den Plugins dann genutzt. Das heißt, im Dataverse gibt es bestimmte Events. Beispielsweise, es wurde ein neuer Datensatz in der Tabelle erstellt. Da kann ich mich dann zum Beispiel mit meiner Logik, wie zum Beispiel einem Plugin oder eben auch Power Automate, kann ich mich da dranhängen und kann sagen, gut, wenn das passiert, dann macht dies und jenes oder Folgendes. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Sachen wie Datenexportfunktionen, solche Geschichten, wo man eigentlich, ja, sollte man sagen, mittlerweile ist Standard oder sollte Standard sein, sagen wir es mal so. Genau. Das, was ihr hier seht, das ist alles Dataverse. Es ist sehr umfangreich, sehr mächtiges Werkzeug. Und wie gesagt, oft, wenn man darüber spricht, haben die Leute eigentlich nur das hier im Schirm. Aber viele andere Punkte hier sind sehr, sehr wichtig und werden gerne mal, sage ich mal, übersehen oder fallen gerne mal unter den Tisch. Gut. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Das ist der sogenannte AI-Builder. Ist eine Low-Code oder ein Low-Code-Werkzeug in diesem Werkzeugkasten, um eben KI, sage ich mal, nutzbar zu machen. Und zwar ohne, dass ich mich jetzt großartig mit der Technik darunter auskenne und irgendwie KI-Modelle definiere und Python programmieren kann und solche Geschichten. Darunter liegt am Ende wieder Azure, sind die Cognitive Services. Das heißt, dieser AI-Builder ist eine Abstraktionsschicht quasi, der darauf aufbaut. Das Schöne ist, ich kann hier entweder vordefinierte Modelle schon hernehmen, zum Beispiel für Texterkennung. Man sieht hier rechts so ein paar Beispiele, zum Beispiel Informationen aus Belegen extrahieren. Das heißt, da ist dann eine Bild- und Texterkennung dabei, extrahiert mir die Informationen und dann kann ich die zum Beispiel in Dataverse reinschreiben oder per E-Mail schicken oder. Ich kann diesen AI-Builder quasi nutzen, zum Beispiel in Power Automate oder auch in den Power Apps. Ich kann, wie gesagt, vordefinierte KI-Modelle nutzen oder auch eigene Modelle, sage ich mal, erstellen, die dann auch antrainieren. Auch hier wieder, also ich bin dann freier einfach, ich kann das Modell individuell auf meine Bedürfnisse anpassen, brauche aber nach wie vor keine Programmierkenntnisse dafür. Das heißt, ich muss nicht diese vordefinierten Modelle verwenden, wobei die auch meiner Meinung nach sehr gut sind. Die sind natürlich dann auch schon trainiert. Oftmals steht in der Dokumentation drin, dass dieses Modell halt für die englische Sprache gut funktioniert. Und beim Deutschen sind sie noch so ein bisschen vorsichtig. Ich habe das selber schon öfter getestet. Also ich kann nur sagen, zum Beispiel eine Rechnungserkennung funktioniert im Deutschen genauso gut, auch wenn es auf der offiziellen Seite, wenn Microsoft da noch so ein bisschen zurückhaltend ist. Genau, das ist prinzipiell der AI-Builder. Und dann haben wir hier noch einmal kurz die Plattform im Ganzen. Einfach nochmal, um kurz so einen kleinen Recap zu machen. Das heißt Power BI, Werkzeug, um Daten zu visualisieren, Datenquellen anzapfen, aufbereiten, modellieren und dann eben zu visualisieren, damit ich Entscheidungen treffen kann. Power Automate, um Prozesse zu automatisieren oder auch um Systeme miteinander zu verbinden. Im Sinne von, wenn in dem einen System dies passiert, dann mach bitte in dem anderen System jenes. Dann Power Apps, eben um Geschäftsanwendungen für meine Benutzer zu haben, gibt es in verschiedenen Kategorien oder Richtungen. Das sind einmal die Model-Driven Apps, die Datenbank- oder Datenmodell getrieben sind. Das heißt, Benutzeroberfläche kriege ich quasi geschenkt. Datenbankmodell sollte ich Energie und Gedankengut reinstecken, damit es sauber ist. Canvas Apps sind eher wieder, ich zapfe mir meine Daten an über die Konnektoren und baue mir dann die Oberfläche so, wie es für mich Sinn macht. Vorteil, ich bin flexibler, was die Gestaltung angeht, heißt aber auch, ich bin verantwortlich für Gestaltung sowie auch für die gesamte Logik. Ich muss definieren, was passiert, wenn ich auf jedes Knöpfchen klicke. Dann haben wir noch die Power Pages, Website-Baukasten für eben Webseiten, die nach außen vom Unternehmen dann greifbar sind, wo sich Benutzer authentifizieren können oder auch anonym
wenn das gewünscht ist, Daten oder Zugriff auf das Dataverse eben bekommen. Dann die Power Virtual Agents, Chatbots, meistens, sage ich mal, eingesetzt eben für Customer Self-Service. Da macht es Sinn oder auch im Unternehmen, ja, einfach um ein Service-Team zu entlasten. Da sind Chatbots meistens so das erste Mittel der Wahl. Ansonsten haben wir noch die Konnektoren. Das ist eigentlich so der Klebstoff, die Verbindungen auf der Plattform. Na, die machen es erst möglich, dass die einzelnen Komponenten miteinander interagieren können. Das Dataverse, die große Datenbank, ihr habt ja vorher gesehen, ist noch viel mehr. Da geht es auch um Thema Sicherheit, Berechtigungen, Business-Logik, solche Geschichten. Aber im Prinzip die zentrale Anlaufstelle in der ganzen Plattform. Und dann eben noch den AI-Builder, mit dem ich zum Beispiel Power Apps und Power Automate um künstliche Intelligenz erweitern kann. Gut, zuletzt habe ich noch eine schöne Übersichtsseite für euch, damit ihr dieses große Schaubild einfach noch mal ein bisschen besser verstehen könnt und wie die Sachen miteinander greifen oder ineinander greifen. Diese kleinen Kreise hier repräsentieren die Konnektoren. Man sieht ja zum Beispiel, okay, diese einzelnen Apps oder Werkzeuge in der Plattform greifen über die Konnektoren beispielsweise aufs Dataverse zu, beziehungsweise diese Konnektoren machen es einfach möglich, dass diese einzelnen Werkzeuge miteinander interagieren können. Man hat dann hier auch noch eine Sache ganz schön, nämlich wir haben ja vorher von der Dataverse API First, von diesem Ansatz gesprochen. Das heißt, diese Dataverse API folgt gewissen Standards, nämlich REST und OData. Und dadurch kann ich natürlich jede externe App, sei es selbst programmiert oder habe ich mir von Dienstleister XY programmieren lassen, kann ich ans Dataverse anschließen. Und dann hier als letzten Baustein noch, weil das haben sich vielleicht auch der ein oder andere gefragt, ja okay, und was hat das jetzt mit Office 365 zu tun? Auch da gibt es logischerweise einen Connector, das heißt, beziehungsweise nicht nur einen, sondern mehrere, zum Beispiel für Teams, also eigentlich für jede App aus Microsoft 365 gibt es einen Connector und so kann ich auch das Ganze hier schön in die Plattform quasi mit einbinden. Gut. Ich hoffe, das hat euch einen ersten guten Überblick über die Plattform bekommen oder gegeben, welche Werkzeuge da drin sind, was ich damit anstellen kann, wofür jedes Werkzeug, ich sag mal so im Groben auch gut ist. Am Ende ist natürlich auch immer die Kunst, seinen Werkzeugkasten zu kennen und dann eben entscheiden zu können, okay, für dies oder jenes nehme ich jetzt dieses Werkzeug oder da nehme ich dieses Werkzeug. Also am Ende ist es oft eine Kombination aus mehreren Dingen, die ich quasi zusammenstecke und am Ende dann ein System schaffe, das halt meinen Anwendungsfall löst. Für uns ist, wie gesagt, die Power Plattform ein Werkzeugkasten. Da gehört natürlich noch ganz viel außenrum. Zum Beispiel die Prozessaufnahme, um einfach dann auch zu wissen, okay, um was geht es überhaupt, welcher Prozess soll optimiert werden, um am Ende auch das richtige Werkzeug dann wählen zu können oder die richtigen Werkzeuge. Genau, von dem her würde ich sagen, sind wir einmal durch und können jetzt gerne auch noch Fragen beantworten. Sollte es denn Fragen geben? So, genau. Tobi, bis jetzt gibt es noch keine Fragen. Erstmal danke an dich für diesen tollen Überblick. Das mag halt auch daran liegen, dass er so ausführlich war und so schön erklärt. Aber falls es jetzt im Nachgang noch Fragen geben sollte, dann spricht er nichts dagegen, dass die Leute auf dich direkt zukommen. Richtig? Ja, selbstverständlich. Also ihr seht es hier einmal unten rechts, gerne über LinkedIn, Tobias Wolf, oder auch über die E-Mail-Adresse tobiaswolf.wolf@modulach.de. Gerne einfach auf mich zukommen oder über LinkedIn vernetzen. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere dabei ist, der interessiert ist an der Plattform selbst. Genau, ihr könnt auch gerne im Nachgang darüber noch Fragen stellen oder auch jetzt die Zeit gerne noch nutzen, wenn es Fragen gibt. Gerne einfach rein in die Runde. Ja, also gibt es jetzt nicht mehr, deswegen würde ich sagen, sparen wir einfach die Zeit, wobei viel Zeit ist auch nicht mehr, 5 Minuten, hast du ganz gut ausgenutzt den Zeitraum. Und dann würde ich sagen, danke dir, danke allen Teilnehmern. Morgen geht es weiter mit dem Thema Microsoft Power Apps übrigens, ja, wenn der eine oder andere zuschalten möchte. Und ansonsten, genau, wünsche ich dir und allen Teilnehmern einen schönen Tag.
Bis dann. Super. Vielen Dank. Danke, dass ihr dabei wart und bis dann. Ciao. Tschüss.